Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Na, Steve? Ja, das oder war noch Zeit. Oder soll ich lieber sagen, Pumba? Steve, ich habe ja was mega cooles Neues am Start hier bei Feuer Mitternacht mit eurem Let's Play Retro und... Steve. Und zwar einen Spiele-Controller, einen Xbox-Controller, mit dem ich jetzt endlich RPG-Maker-Spiele spielen kann. Ist das nicht herrlich, Steve? Das Schlimme ist, ich habe mir letztes Jahr mir einen gekauft und habe mir noch nicht angeschlossen. Also, ich habe jetzt gedacht, wir gehen nochmal zurück. Ups, Moment. Ich muss hier mit der Steuerung erstmal klarkommen, deswegen verzeiht, wenn es gerade ein bisschen random ist. Ich verwechsel immer A und B, das ist irgendwie so ein bisschen typisch. Nur nach oben bitte nicht gehen. Steve, es ist völlig egal, in welche Richtung ich gehe. Glaub mir. Es ist völlig egal. Ich wollte jetzt nur nochmal zurückgehen, weil wir haben hier nämlich noch ein paar Kräuter verpasst und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Kräuter... Also, es ist nicht wichtig, dass wir uns die Kräuter abholen, aber ich meine, warum sollten wir uns die Kräuter nicht holen? Ist hier noch irgendwas? Hier lag ein Lavendel! Weißt du übrigens, was richtig geil ist, Steve? In dem Spiel gibt's Florenz und Florenz. Florenz ist irgendein Gift und Florenz ist irgendwas, das deine Statuswerte boostet. Ich habe neulich auch einen coolen Random-Fact gelesen, ja, wo ich mir dachte... Guck mal, hier ist was runtergefallen vom Baum. Cool, oder? Und das können wir aber aufnehmen. Okay. Hier lag eine Kirsche oder sowas. Keine Ahnung, was auch mal wir jetzt aufgenommen haben. Hui! Wir sind einmal im Kreis gelaufen, oder? Können wir hier irgendwas... Der Random-Fact ist quasi ein Fehler in der Evolution, ne? Und zwar ist der Koala eigentlich ein Fehler in der Evolution. Was? Der Koala kann doch... Steve, also bitte. Was auf. Der Koala... Schein, was erzählst du schon wieder? Der Koala schläft ja 18 Stunden am Tag, ne? So, und der Koala frisst ja ausschließlich Eukalyptus. Ja. So. Das Problem ist aber, dass Eukalyptus für den Koala giftig ist und deswegen muss er 18 Stunden schlafen, um das Gift zu verarbeiten. Echt? Eukalyptus ist giftig? Okay. Ja. Also, es ist eigentlich ziemlich dämlich, ne? Also, er frisst etwas. Ja, da, keine Wasserminze. Also, er frisst etwas, was giftig für ihn ist und um das zu verarbeiten, schläft er halt lang. Soweit ich es bemerkt habe für diese Straße nach Lysée, es wäre töricht von mir, diesen Weg einzuschlagen. Wisst ihr, Steve, das Spiel verhindert, dass wir den falschen Weg nehmen. Ist doch schön, oder? Ja. Dass wir haben effektiv so eine Art Behindertenausweis hier bei Feuer Mitternacht. Willst du nicht speichern, was wir jetzt alles schon gemacht haben? Scheint niemand hier zu sein. Was wir schon alles gemacht haben, Steve, wir haben so ungefähr 3 Gegenstände eingesammelt oder 4. Wobei, du hast recht. Guck mal, die Schmetterlinge sind einfach alle tot. Irgendetwas hat die ganzen Schmetterlinge hier getötet. Wir haben Eukalyptus gefressen. Schmetterlinge können keinen Eukalyptus. Also ich glaube nicht, dass es in dieser Welt... Oh mein Gott, der Nebel des Grauens! Was bei allen Winden der Meere ist denn hier los? Seit wann ist da ein Seefahrer? Steve, was ist hier plötzlich los? Seit wann ist da ein Pirat? Seit wann redet da so? Er hat noch nie so einen komischen Spruch abgelassen. Richtig. Scheint niemand hier zu sein. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Warte mal, ist das nicht der Ort aus Helden? Wo wir den Priester, und das ist nicht das Haus des Priesters hier, wo der uns euch angeschlossen hat? Ich habe keine Ahnung, aber das kann sein, dass Arnis vielleicht auch schon in Helden war. Ich weiß nicht, gab es Arnis schon in Helden, Steve? Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist echt mittlerweile schon wieder 2-3 Jahre her, dass wir Helden durchgespielt haben. Ja. Mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Ein Gefühl, dass wir erstmal alles looten sollten. Wobei wir damals mit dem Spiel halt unmittelbar danach angefangen haben, tatsächlich. Okay. Also mit dem Controller steuern, es geht schon ganz gut. Ich wünschte halt nur, ich könnte über das Steuerkreuz tatsächlich spielen und nicht über den Stick. Dadurch wird es halt so ein bisschen ungenau. Nutzt du Joy2Key? Was zum Teufel? Hier verbergen sich 370 Geldscheine. Also die Sache ist, dass ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe einfach den Controller in die Hand genommen, habe den angeschaltet. Es gibt ein Programm, das nennt sich Joy2Key. Also, und mit dem kann man sozusagen auch nochmal Tasten zuweisen. Damit können Sie vielleicht die Pfeiltasten aktivieren. Ah ja, okay, gut. Das klingt auf jeden Fall ganz gut, weil da würde ich wahrscheinlich ein paar Tasten umlegen. Gut, nachdem ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt habe, ist es vielleicht auch dämlich, das zu machen. Aber eine Windmühle, die stillsteht. Der Bäcker ist tot, Steve! Tot! Und wer hat ihn ermordet? Ich habe Anno aktuell auch ein bisschen Probleme damit. Der Eukalyptus hat ihn ermordet. Was passiert eigentlich, wenn du als Mensch Eukalyptus isst? Stirbst du dann auch? Es ist halt auch giftig, ne? Eukalyptus ist für jeden giftig. Was soll ich denn da? Vor allem, guck mal, wie dünn das ist. Da passt doch kaum ein Mensch rein. Hä? Also ich meine, auf der einen Seite finde ich es irgendwie cool, weil ich habe dieses Set hier noch nicht irgendwo anders gesehen. Vielleicht wurde es ja selbst erstellt. Ja, ist möglich. Sieht ein bisschen Calvinös aus. Ja, vielleicht, genau. Selbst erstellt von Calvin, ne? Aber tatsächlich können wir mal Häuser betreten. Das ist interessant. Das ist mal was Neues. Auch wenn sich in den Häusern nicht besonders viel verbirgt. Aber es ist noch... Also, das Spiel hat ja wieder allgemein Calvin-Look, aber es ist noch der einigermaßen angenehme Calvin-Look. Da liegt ein Buch über Kochrezepte. Sehen verlockend aus, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Warum nehmen wir es dann nicht trotzdem mit? Ich verstehe das nicht. Andauernd sehen wir irgendwelche Bücher, die wir aber nicht mitnehmen können. Das ist halt, wir haben nie für irgendwas Zeit.
Aber andere Sachen können wir randomly aufsammeln, weil dafür haben wir dann Zeit. Ja, das ist... Scheint verschlossen zu sein. Okay. Falls ich hier mit irgendeinem Fass versehentlich irgendwie doch nicht interagieren sollte oder so. Was soll ich denn da? Hat's einfach gecopy-pastet. Einzige Nachteil ist natürlich, der Controller ist lauter als deine Tastatur. Ja, ist lauter? Ja. Okay, ich kann auch... Das ist dein Teleport-Verstärker, der hilft mir ja nichts. Ich kann auch jederzeit wieder mit der Tastatur spielen. Also zumindest, hier muss ich das aber sagen, es kommt zu mir lauter rüber. Ob in der Aufnahme es lauter ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Das muss man dann natürlich am Ende schauen. Ich schätze, dass ich dieses Zeug noch mehr brauchen kann. Was auch immer da drin liegt. Hier lagen 4 grüne, 2 blaue Annika und 4 Anis plus 2 Mistel. Was will man mehr? Das ist ja wie im Paradies. Cool. Das ist echt geil, oder? Oh, da hat jemand daran gedacht, eine ganze Menge Proviant in diese Kiste reinzustopfen. Vor allem in so eine Kiste. Ja. Ja, genau. Ja, der Ort kommt mir bekannt vor. Ich glaube tatsächlich, es ist der Ort aus Helden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Naja, ich meine, wir hatten ja auch schon Endor, ne? Also von daher, warum nicht? Das linke Haus, willst du nicht reingehen? War das nicht verschlossen? Aber ich kann gleich nochmal gucken. Wenn ich mich nicht irre, ist das kein gewöhnlicher Nebel. Das sieht aus wie das Werk eines Hexers. Ob er wohl dahinter steckt? Ich würde es ihm jedenfalls zutrauen, wer er auch immer ist. Ja, scheint verschlossen zu sein. Hab ich doch gerade schon probiert, Steve! Danke für deine Korrektur, du aufmerksamkeitsscheuer Typ. So, Steve, muss jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Das Monster of the Week, was könnte es sein? Vielleicht ist es da selbst. Vielleicht hat ja irgendjemand ein Spiegelbild von ihm geschaffen. Oder vielleicht treibt ja auch ein Werwolf oder ein Vampir sein Unwesen. Es gab im Übrigen in der ersten Staffel von Akte X eine Folge, wo ich irgendwie am Anfang dachte, dass es so irgendwie um den Vampir geht. Weil da, ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert ist. Ich weiß. Und da war es irgendwie trotzdem irgendwas mit Telekinese. Ich weiß noch, wo Akte X ganz frisch lief. Wollte nicht, dass meine Mutter nicht, dass ich das gucke, weil ich war da wie 8 oder so. Ja, und Akte X ist ja wahrscheinlich erst ab 12. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie das mal heimlich geschaut habe. Und das war die eine Folge, wo dieses Fliegenmonster mit Hilfe der Rolltreppe umgebracht wird, weil es dazwischen kommt und dann zerquetscht wird. Oh, Steve, du spoilerst mich. Nein, wie kannst du es wagen, mich an meine 20 Jahre alte Serie zu spoilern? Das fand ich damals als Kind mega gruselig. Da dachte ich mir so, boah, dann wird das Monster ja von dieser Rolltreppe einfach getötet. Boah, krass. Das überhaupt nicht möglich wäre, ne? Dass da irgendwie was dazwischen kommt und dann einfach trotzdem die Rolltreppe weiterfährt, aber egal. Hier lag ein Anis. Sind wir nicht in Anis? Heißt nicht die Stadt Anis, in der wir sind? Ja. Das ist fucking verwirrend einfach nur. Wer zum Teufel macht sowas? Wer benennt Gegenstände nach Städten? Das ist... Oh, was ist denn hier? Hä? Der Aufbau der Stadt ergibt überhaupt keinen Sinn, oder? Nein. Warte mal. Jetzt nochmal. Ja, doch, okay, wir kommen hier links einfach nur nicht weiter. Der Weg ist versperrt durch irgendwelche Holzkisten und Fässer. Das heißt, wir schauen natürlich erstmal nach hier unten. Wir müssen das Ganze ja mit System abgehen, richtig, ne, Steve? Richtig. Guck mal, ein Brauhaus oder eine Taverne. Vor allem, es gibt ja auch keine Menschen... The fuck, vor allem draußen war ein Bierkrug, oder? War draußen nicht ein Bierkrug? Ja, und die sind Söldnerin gewesen, die abgehauen sind. Und haben ihre Schwerter da gelassen. Hier lag eine Mixtur, die Schwerter, die wir sowieso nicht aufnehmen können. Und selbst wenn, da würde ich sie nicht benutzen. Ganz interessant, dass wir jetzt hier gerade ziemlich voll gepumpt werden mit Zeug. Hier lag ein Halbhelm. Ein Halbhelm, was ist denn das? Okay, wir tragen ihn auf jeden Fall schon, lol. Der gute alte Halbhelm müsste eigentlich als Beschreibung stehen, schützt nur zur Hälfte. Ja, schützt den halben Kopf. Okay, da unten zu dem Fass kommt man nicht. Ja, schützt nur den halben Kopf. Das ist dann so eine Art Maske. Eine Maske ist ein Halbhelm. Richtig und geil einfach. Ich fand damals den Film Die Maske irgendwie damals auch merkwürdig. Ja, The Maske, ne? War auf jeden Fall creepy als Kind. Ja, also, ja, das ist also der Film ist halt, aber gut, das lag auch einfach an diesen ganzen Animationen und so, ne? Ja, und dann dem Overacting von Jim Carrey. Ja, genau. Jim Carrey hat extrem overacted in dem Film. Und ich weiß noch, dass es diese eine Szene gab, wo die Maske aufsetzt und den Leuten zeigen willst, wie er dann wird und dann passiert das aber nicht. Steve, Jim Carrey hat in so ziemlich jedem Film der 90er Jahre overacted. Erinnerst du dich an Ace Ventura? Das Lustige war, dass ich Jim Carrey damals deswegen nicht so gemocht habe, wegen seinem Overacting. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, mag ich ihn eigentlich ziemlich sehr. Bei mir ist das genaue Gegenteil. Ich mochte den als Kind extrem wegen diesem Overacting, was? Na klar, da kommt eine Schlange aus dem Fass. Zwei Schlangen. Ja. Malice. Also ich finde schon, dass Jim Carrey... Also ich freue mich halt extrem auf den Sonic-Film, auch wenn Sonic scheiße aussieht. Guck mal, Steve, wir versuchen den Schlangen zu imponieren und das lässt die Schlange hysterisch werden. Okay, hä? Jetzt waren die gerade irgendwie immun dagegen, das ist ja random.
Okay, scheinbar sobald sie einmal hysterisch sind. Ah, jetzt beruhigt sie sich wieder. Kann man sie danach scheinbar nicht nochmal mit Malice treffen. Das ist ja interessant. 130 Erfahrungspunkte. Ja, der Kampf war sogar irgendwie angenehm gebalanced, hatte ich so das Gefühl. Scheint verschlossen zu sein. Scheint verschlossen zu sein. Nein. Dürfen uns hier scheinbar nicht weiter bewegen. Und was ich auch großartig fand, war Truman Show mit ihm. Vor allem hier ist noch ein Inn. Ja. Ey, diese Stadt ist auf jeden Fall jetzt schon wieder giga verwirrend, Steve. Ja. Hier gibt es nichts zu holen. Okay, woher wissen wir das? Das ist einfach nur ein Brunnen. Das steht jetzt irgendwie... Okay, wow, das war irgendwie eine langsame Animation. Ja. Schilder, auf denen nichts steht. Na, wir gehen einfach erstmal unten weiter. Oben gab es aber auch noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ja, ich weiß, genau. Oben gab es, deswegen meine ich das. Den Krug oben rechts willst du nicht untersuchen? Den oben rechts? Oben rechts? Ach, den da oben. Nee, den wollte ich tatsächlich nicht untersuchen, Steve. Das hatte ich nicht geplant, aber du hast ja scheinbar deine eigenen Pläne mit diesem Spiel hier. Dabei war ich schon kurz davor, das Let's Play einfach an mich zu reißen und allein weiterzumachen. Ja. Oh, guck mal, ein Rüstungsladen, den wir natürlich wieder mal nicht plündern können. Warum nehmen wir es nicht mit? Scheint nicht meine Größe zu sein. Ich trage bereits eine bessere Rüstung, also wieso sollte ich das Teil mitnehmen? Scheint nicht meine Größe zu sein. Ist nicht mein Ding. So viel zu dem Thema, Steve. Ja. Wir wollen halt einfach nicht. Ich bin da, der Hexenmeister. Lass mich doch bloß alle in Ruhe. Ich will einfach nur Feuer um Mitternacht. Nein, das heißt bloß. Genau, lass mich doch bloß alle in Ruhe. Was ist denn das für eine fucking Stadt? Sag mal, ich werde hier noch. Ich habe noch nie so eine riesige verwirrende Stadt. Also so war die in Helden auf jeden Fall nicht, falls es die gab. Ist das wieder der Eingangsbereich? Ja, das ist wieder der Eingangsbereich. Okay, gut. Und jetzt nach links dort genau, den Bereich. Ja, genau. Wir haben oben rechts noch den Bereich, den wir untersuchen müssen. Genau. Verschlossen. Guck mal in dem Haus. Nee. Ich würde sagen, hier leuchtet Licht, ne? Aber wahrscheinlich sieht das von außen nur so aus. Ja. Ich hoffe, ihr hört die Kinder nicht im Hintergrund. Ja, weil ich habe nicht nur meine Steve, ich höre tatsächlich nichts. Also okay. 80 Geld scheinbar. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Menge zu holen, muss ich sagen. Hier wird auf jeden Fall das Abenteurerherz belohnt. Auch wenn ansonsten nicht viel passiert. Ja, ach was, Steve. Also wirklich, das ist ja so vorhersehbar wie das Amen in der Kirche oder so, keine Ahnung. Da hinten versperrt uns wieder mal etwas den Weg. Ups, warte. Ich war noch nicht fertig, Steve. Das Problem ist, das dritte Inn kommt dann, ne? Ich möchte gerne diese Pflanze haben, dankeschön. Das dritte Inn in dieser Stadt. Diese Stadt ist auf jeden Fall, das ist krass, oder? Das scheint auf jeden Fall eine sehr beliebte Stadt bei irgendwie Abenteurern zu sein und Reisenden. Frage mich, ob ich je also es gibt, glaube ich, in Might and Magic auch mal eine Stadt mit zwei Inns. Das ist auch wirklich eine große Stadt, wo dann auch mal zwei Inns sind, ne? Eins, was ein bisschen außerhalb des Orts liegt und eins, was halt im Ort ist, ne? Also Might and Magic 6 sind auf jeden Fall mal auch Städte mit zwei Inns, aber das sind alles große Städte. Geht auf jeden Fall locker flockig voran hier. Aber ja, ich überlege gerade, ob ich in irgendeinem klassischen Westrollenspiel wie Gothic und Co. gab es da einen Ort mit so viel Inns? Moment, in Gothic konntest du dich einfach überall ausruhen, also da in jedem Bett sozusagen. Moment, ist das der Name dieses verfluchten Jägers? Hat der etwa hier übernachtet? Kyla steht auch hier. Sie waren wohl kurz vor mir hier. Da haben sie ja nochmal Glück gehabt. Denn ansonsten hätte ich sie jetzt in meiner Party aufgenommen. Ja. Wie schlimm. Es ist doch sowieso nur eine Frage der Zeit, bis wir die beiden wiedersehen. 360 Geldscheine. Wuhu. Wir werden auf jeden Fall ordentlich mit Geld zugepumpt. Das gefällt mir. Ich finde es sehr toll, dass man hier schon mit einem Dollarschein bezahlt. Ja. Genau, nein, Steve, du bezahlst mit GS. Von GS and SDS. Was war eigentlich in der Truhe? Ich sollte vielleicht nochmal nachgucken, was ich in der Truhe befand. Rein aus Interesse. 400 Geldscheine oder ein Kettenhemd. Cool. Das wir bereits tragen. Ach, Mystery Lady, please. Gib uns doch mal irgendwie neues Equipment, das wir noch nicht haben. Aber immerhin, falls man als Spieler vergessen haben sollte, sich gutes Equipment zu holen, dann hat man hier eine gute Gelegenheit, es zu finden, ne? Okay, da sind Gegner, das heißt, wir gehen erstmal in den anderen Teil der Stadt. Oben rechts. Genau. Wir gucken erstmal noch hier in die Fässer rein. Da können sich ja überall Geld. Das sind keine Fässer, das sind Krüge. Krüge, ja, tut mir leid, Steve, Krüge, ja. Fässer sind aus Holz gefertigt, unter anderem, und das ist eigentlich der einzige Unterschied, oder? Ich meine, ein Krug sieht ganz anders aus, ein Krug hat eine andere Form. Also da du einen klassischen Krug aus Ton anfertigst, ja? Ja. Naja.
Steve, das ist gerade äußerst lehrreich und aufschlussreich, den Unterschied zwischen Krügen und Fässern zu erklären. Weil warte mal, das ist jetzt so, als würdest du mich fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Brett und einem Backstein? Was ist der Unterschied zwischen einem Glas und einem Krug? Hä? Und das sind doch komplett unterschiedliche Dinge. Was ist der Unterschied zwischen Anis und Endor? Okay. Das eine ist ein Gegenstand, das andere eine Stadt. Und ein Gegenstand. Nein, halt, Endor ist nur eine Stadt. Okay. Gut, dass diese Spinne nicht gegen uns kämpfen möchte, denn die hat uns wahrscheinlich einfach gewonnen. Also hättest du jetzt gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Pott und einer Tasse? Ja, ich meine, ich glaube, das können viele nicht unterscheiden. Also viele glauben ja immer, dass ein Pott eine Tasse ist. Ja? Und sagen dann, wenn man, 3000 Kaffee kann ich trinken, also trinken sie drei Pötte. Ne? Warte mal, nee. Also jetzt bin ich gerade aber total verwirrt. Ein Pott und eine Tasse ist nicht dasselbe? Ein Pott ist doppelt so groß wie eine Tasse, oder? Ja, glaube ich sogar, oder sogar noch mehr. Also ein Pott ist auf jeden Fall viel größer als eine klassische Kaffeetasse. Meine klassische Kaffeetasse ist auf jeden Fall extrem verwirrt, weil ich habe gerade irgendwie so ein bisschen hier... Was ich dann immer schlimm finde, wenn dann auf so einer... Wenn du so ein Kaffee bist, dann kannst du bestellen eine Tasse Kaffee, einen Pott Kaffee, ein Kännchen Kaffee... Oder einen Krug Kaffee. Das eher nicht. Und dann musst du dir überlegen, okay, ist der Krug Kaffee jetzt... Das Kännchen Kaffee meine ich, jetzt mehr als der Pott Kaffee? Steve... Als ob mich dieses Spiel nicht ohnehin schon genug verwirren würde. Dein ganzes Gerede von Krügen und Pötten und Töpfen und Fässern und Kaffee und... Erstmal speichern. Genau, erstmal abspeichern. Dann gucken wir mal, hier waren doch gerade noch Gegner. Scheint verschlossen zu sein. Vielleicht haben wir die Gegner vertrieben. Ich würde nicht sagen, wo das Blut gerade ist, ne? Hier lag ein Anis. Nein, da wo das Blut ist, geht ja der Plot weiter, Steve. Da gehen wir definitiv erst als letztes hin. Aber wir haben ja gerade vorhin noch so schemenhafte Gestalten gesehen. Ja, das ist mir egal. Und die sind plötzlich weg, Steve. Das beunruhigt mich. Ich bin nach dir im Blutfieber, es ist gerade wieder Diablo 3 Season. Hier geht es nicht weiter. Wohin führt dann dieser Weg? Also warum sollte man einen Weg bauen, der nirgendwo hinführt? Das fragt mal Kälbe. Also. Aber hier geht's dann weiter. Okay. Dann geh doch nochmal zurück. Zurück zum Haus gehe ich noch nicht. In der Kirche geht ja auf jeden Fall der Plot weiter, da will ich erstmal noch nicht reingehen. Ich will einfach nur gucken, ob wir, genau, hier war der Arnes, ob wir hier unten vielleicht noch irgendwas Schönes finden. Ah, können wir sogar tatsächlich reingehen. Das wird doch heute einfach nur ein reiner Erkundungspart, Steve. Ich meine, dass wir überhaupt schon zwei Kämpfe gemacht haben, das war ja eher dem Zufall geschuldet, weil wir uns so extrem gründlich in dieser Stadt umschauen. Hätten wir das nämlich nicht getan und einfach alles geskippt, ja, dann hätten wir auch diese ganzen Kämpfe nicht gehabt. Ja, aber wir sind halt nicht Leute, die einfach alles skippen und sich danach die Werte auf 99 cheaten. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wenn man die Geldscheine bekommt, dann auch immer so ein Katsching-Geräusch kommt, ne? Wie irgendwie in so einem Simulationsspiel zu Beginn jeden Monats zum Beispiel. Und hier geht es scheinbar nicht weiter. Ah nee, das ist einfach nur so ein Drumherum-Pfad, warum nicht? Hier unten geht es scheinbar wieder aus der Stadt heraus. Das sind Steckbriefe. Aber die gucken wir uns nicht genau an und von wem die sind, ist irgendwie auch nicht weiter wichtig. Ich gehe einfach davon aus, dass da unser... Weitergehen irgendwann verhindern wird, wenn es ihm nicht passt. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe. Siehst du, genau das meine ich. Steve, du bist heute so extrem still. Was ist denn los mit dir? Hast dich denn still? Steve, du hast heute noch nicht deine 75.000 Wörter pro Minute, pro Stunde meine ich natürlich, wie sonst üblich gequatscht. Was ist denn los, Steve? Ah, ich weiß. Du wartest auf dein Essen und wahrscheinlich kommt jeden Augenblick der Typ und deswegen bist du richtig gespannt. Also tatsächlich, lauscht an der Tür. Also, wisst ihr Leute, wie es ist, wenn ihr nicht einkaufen gehen könnt, ja, und dann stellt ihr mich fest, verdammt, die Person, die bei euch einkaufen geht, kommt erst morgen, ja. Ein Lavendel! Also irgendwie wird das, was ihr noch habt, doch jetzt recht knapp. Wow, geht hier vielleicht... Geh bitte zurück zur Kirche. Geh bitte zur Kirche. Ich kann gerade nichts machen, Steve. Das sieht mir verdammt nach Bissspuren aus. Aber wie kommen diese Biester in die Stadt? Soweit ich erkennen kann, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Was? Jo, in dieser Stadt, wo einfach irgendwie alle Leute plötzlich verschwunden sind. Und diese Blutspuren bei der Kirche. Alles ist in Ordnung. Diese Kraftscheine sollten solche Vorfälle eigentlich verhindern. Sind sie am Ende etwa defekt? Ach, dafür sind diese Steine gut. Wenn die Gerüchte also stimmen, dann ist das nicht zum ersten Mal passiert. Könnte gut sein, dass hier ein paar Biester ihren Hunger gestillt haben. Schade, dass ich bei diesem Szenario nicht dabei war.
Aber vielleicht war das auch besser so. In diesem schwachen Körper wäre ich nur selbst leichte Beute gewesen und... Runter von mir, du Biest! Du dämlicher Flohbeutel, was fällt dir ein, mich von hinten zu attackieren? Das wagst du kein zweites Mal. Da kann es auch einfach von vorne angreifen mit seinem einen Auge. Das fehlte mir gerade noch, ein Felidae. Oh. Das ist die Katze und klingt auch so. Genau, ein Katzenhumanoiden, was auch immer, Kreatur. Oh, du nicht so unschuldig, du Miststück. Ich schätze mal, dass du und deine Kameraden diese Schweinerei angerichtet haben. Ihr greift niemals alleine an, ihr feigen Jäger, ihr. Also müssen deine bissigen Freunde wohl ganz in der Nähe sein. Dachte ich es mir. Also, wer will den Anfang machen? Nur nicht so zimperliche Miezen. Dürfen wir jetzt gegen die Einzelnen kämpfen? Nee. Jetzt bin ich natürlich nur so semi-geheilt. Warte mal. Gucken wir einfach mal, ob wir das vielleicht noch hinkriegen. Ich habe mir extra ganz viele Kastanien gekauft. Und es geht ja auch, was die so an Schaden machen. Und wenn wir Glück haben, dann reicht... Wow. Wow, random. Hysterisch, ja, sehr schön. Okay. Kann sie erstmal heilen? Ja, ich heile mich erstmal. Warte mal. 300 Trefferpunkte klingt doch gut. Okay, und der Gegner verstärkt sich, das gefällt mir ganz gut. So, jetzt ist das Problem. Ich glaube, Melis funktioniert jetzt auf die ersten beiden nicht mehr. Ja, genau. Genau, lässt sich nicht beirren, aber der hinten bricht zusammen. Okay, der Kampf geht eigentlich. Sehr schön. Da ist mittlerweile doch wesentlich stärker geworden, als wir gedacht haben. Und wir bekommen Katzenfell von den Felidae. Wer hätte es gedacht? Hey, bleibt gefälligst stehen! Also wir haben jetzt ihr Fell abgezogen und dann aber sie weggelaufen. Können einfach noch weglaufen. Wie auch immer genau das funktionieren soll. Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Metall. Stück Metall erhalten. Sieht aus wie ein Torschlüssel. Was haben die Bloss damit vorgehabt? Wollten die etwa ein Tor öffnen? Oh nein! Vielleicht ist das... Der Schlüssel zu ihrem Zuhause. Ich sollte auf jeden Fall der Sache nachgehen. Vielleicht steckt da auch mein Widdersacher dahinter. Oh nein, der böse Widder, der sich gegen da gerichtet hat. Ich gehe mal speichern, würde ich sagen, an der Kirche. Denk auch. Bevor du dich hier weiter umschaust. Ja, ich sehe schon, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Und das schauen wir uns dann doch lieber in der nächsten Folge von Feuer und Mitternacht an. Wenn der Steve ein bisschen was gegessen und sich erholt hat. Und wir dann auch mal in diesem Haus so drin gewesen sind, wo ja wahrscheinlich auch irgendwie, ich dachte eigentlich, dass da drin der Plot weitergeht, aber scheinbar auch nicht oder vielleicht doch. Wer weiß das schon, in dieser Stadt sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Euer Timon und euer Puma verabschieden sich und wünschen euch noch einen wundervollen Hakuna Matata. Und wir freuen uns natürlich über ganz viele wunderbare Kommentare und ganz viele Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal hier bei Feuer Mitternacht. Tschö.